Der Fabian ist Autor von diesem Bushcraft- und Survival-Ratgeber und hat es mir zugeschickt und mich gefragt, was ich davon halte, und ich habe es mir durchgelesen. Und ich stelle es aus dem Grund vor, weil es doch ein etwas anderes Buch ist, als ich sonst am Markt kenne. Wenn du wissen willst, was es für dich kann, besonders wenn du aus Deutschland bist, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Osten vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, das Buch. Und das Buch hat mir der Fabian zugeschickt. Ich habe es also nicht selbstständig gekauft, und er hat mich gebeten, es durchzulesen und, wenn ich es für gut empfinde, einen Review dazu zu machen. Und ich finde es auch ganz gut. Na, natürlich muss ich jetzt sagen, dass das unbezahlte Werbung ist. Ich kriege kein Geld dafür, also hat mir nur das Buch geschenkt. Und muss jetzt wahrscheinlich sagen, dass das billige Fremdwerbung ist, unbezahlte, ne? Damit wir rechtskonform bleiben. Und genau das ist der Punkt, rechtskonform. Dieses Buch hat etwas, was andere Bücher nicht haben. Und zwar, er hat von der Seite, ganz kurz, von der Seite 12 bis zur Seite 30, geht er auf rechtliche Komponenten im Zusammenhang mit Bushcraft und Survival ein. Darf ich ein Lager aufmachen? Also im Wald darf ich Feuer machen? Darf ich ein Zelt aufstellen? Darf ich ein Tarp aufstellen? Was ist mit Pilze sammeln? Und beschreibt auch, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt. So wie in Österreich, wir haben auch unterschiedliche Bundesländer und Gesetzgebungen. So ist das bei euch Deutschland, in Deutschland ja auch, ne? Zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch Landesgesetze. Und da geht er ein bisschen darauf ein, und er beschreibt auch, wo zum Beispiel, welche Strafen dir damit drohen, und das finde ich sehr fein, weil das einmal ein anderer Zugang zu dem Thema ist. Da er das Buch jetzt rausgegeben hat, ist es jetzt aktuell, und ich hoffe, dass du das gut recherchiert hast, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es ist vernünftig für die Deutschen, für Österreicher, für Schweiz, wir haben andere Gesetze. So. Und das ist schon etwas, was ich genial finde. Aber Fabian, du musst das immer wieder mal anpassen, weil sonst ist es unfair, wenn dann die Leute in 2 Jahren das Buch auch noch kaufen und sich die Gesetze geändert haben, dann musst du das ändern. Aber das ist ja auch ganz gut möglich mit dem Konzept, was du gewählt hast, dazu später. Dann, er beschreibt auch klassische Notfalltechniken, Survival-Techniken und Bushcraft-Techniken. Und der Fabian beschreibt auch, dass es da Unterschiede zwischen diesen Bereichen gibt. Und Überschneidungen, das gefällt mir sehr gut, weil das ein vernünftiger, guter Ansatz ist. Bushcraft und Survival sind 2 unterschiedliche Themenbereiche mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Deswegen zum Beispiel auch vor kurzem das Video, wo ich gebe da oben den Link zu batonieren, ja, zum Spalten von Holz mit dem Messer. Es kommt darauf an, in welcher Situation ich bin. Ja. Daher, sie verwenden dieselben Techniken, sie sind beide in der Natur, sie nutzen, wie gesagt, selbe Techniken, aber mit anderen Zielsetzungen, und das ist natürlich relevant, und das beschreibt er hier auch. Was mir in dem Buch jetzt zum Beispiel doch ein bisschen fehlt, wenn ich das jetzt als Kritik, als positive Kritik übrigens mitgeben kann, das sind Bilder. Jetzt mache ich natürlich billige Eigenwerbung für mein Buch. Wenn ich jetzt mein Buch hier nehme, jetzt nicht, das ist jetzt kein Vergleich, welches besser ist. Ich habe halt auf jeder Seite ganz viele Bilder dazu gegeben. Jeder Seite gibt es insgesamt, also mindestens 3 Bilder, aber meistens sind es 4 Bilder, die da sind, damit man das Thema noch einmal ein bisschen greifbarer macht. Und das finde ich ganz einfach wichtig. Und das ist etwas, Fabian, weil du mich ja auch gefragt hast in deiner E-Mail, was er verbessert hat, mach ein paar Fotos. Geh raus, du kannst ja dieses Buch jetzt hernehmen als deine Basis, und mach das und mach Bushcraft und so weiter und gib Bilder von dir rein. Das habe ich auch gemacht. Das sind alles Bilder von meinen Kursen und von meinen Touren und von meinen Erlebnissen. Ja? Was glaubst du, über die Jahre ist da schon einiges zusammengekommen, und wir könnten schon auf die 700 oder 800 Survival-Tipps schon gehen, und wir werden das auch tun. Und alle, die das E-Book bei mir gekauft haben, kriegen dann natürlich auch wieder die neue Version. Aber gebe da auch unten den Link, genauso wie ich da den Link auf Amazon gebe für den Fabian. Aber das gehört ein bisschen dazu. Aber was mir besonders gut gefällt, und das muss ich echt sagen, ich bin ein Knotenidiot. Ich kann das nicht so gut. Ich habe da immer ein Problem damit. Und das habe ich in einigen Videos schon gesagt. Aber Fabian, du hast hier eine Methode gewählt. Die Bilder sind zwar etwas klein, aber wenn man genau hinschaut oder sich die Brille aufsetzt, ich habe noch keine, das wird sich vielleicht irgendwann ändern, dann kann man das sehr schön nachmachen. Ich habe das probiert. Ich habe das probiert, und ich war positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, du hast dir hier wirklich gut Zeit gegeben. Ich habe viele Knotenbücher, und manche sind so umständlich beschrieben und fotografiert, dass ich mich nicht auskenne. Weil das muss bei mir, da bin ich wie ein Kleinkind, das muss schnell gehen. Also wenn ich einmal 20 Stunden brauche, um zu verstehen, wie der Autor seine Bilder macht, damit ich das nachmachen kann, dann interessiert es mich nicht. Dann ist es für mich Brennmaterial oder Klopapier.
Ja, wirklich. Aber das hast du gut gemacht und das Hut ab, weil zum Beispiel jetzt den Mastwurf, ich habe den übrigens auch tatsächlich nachgemacht. Jetzt wirst du sagen, wenn du den Mastwurf, du als Zuseher, den Mastwurf jetzt kennst, denkst du, naja, da ist eh nichts dabei. Naja, aber wenn du mal reinkommen willst, eine sehr feine Sache, du hast das gut beschrieben, das finde ich gut, sind ein paar Seitenknoten, endlich mal ein Knotenbuch, das auch der Reine mitmachen kann. Dann das Thema Wasser beschreibst du auch sehr ausführlich. Da ist es so, dass du die aktuelle Lehrmeinung gut abbildest. Es sind halt ein paar Sachen, wo ich mir, das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist jetzt so ganz einfach mein Ansatz, noch ein bisschen mehr an Informationen wünsche. Weil du kriegst in diesem Buch insgesamt einen guten Überblick über alles, auch über den rechtlichen Bereich. Über alles kriegst du so einen Überblick. Und ich glaube, dass das auch die Idee von Fabian war. Aber wenn du dann in die Tiefe gehen willst, dann brauchst du Fachbücher in diesen unterschiedlichsten Bereichen. Und so ist es zum Beispiel auch zum Thema Nahrung. Ja? Ich meine, das ist klar, das kann man nicht so einfach abhandeln. Das geht halt einfach nicht. Dazu gibt es dann Fachkurse und da mache ich natürlich jetzt billige Eigenwerbung. Ich gebe da unten die Links auf meine unterschiedlichsten Fachkurse, zum Beispiel Survival-Nahrungskurs, Online-Kurs, Fernlerngang, Orientierungskurs und wir arbeiten an einem Erste-Hilfe-Kurs. Ja, eine Erste-Hilfe, Auto-Erste-Hilfe-Online-Kurs gemeinsam mit dem Dr. Thomas Gierges, Notarzt seinerseits. Ja. Und wir werden einen Wasser-Online-Kurs machen. Es gibt da sehr, sehr vieles, damit wir in die Tiefe die einzelnen Bereiche reingeben. Also schau dir das unten an, es lohnt sich. Fazit zu diesem Buch. Ja, ich finde es gut. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich gut. Als Überblick, dass diese rechtliche Komponente gefällt mir sehr gut und natürlich die Knoten. Und also ich kann es dir, wenn du Einsteiger bist, also wenn du schon absoluter Top-Profi bist und rausgehst und sagst, das und alles im Griff hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr viel lernen. Du kriegst nur einen anderen Beleuchtungspunkt, ja? Und das kann dir auch helfen und kann auch dein Wissen noch einmal ergänzen und aus einer anderen Perspektive sehen. Wenn du ein Beginner bist, kannst du mit dem Buch einmal einen ersten Überblick schaffen. Was er auch gemacht hat, ist, dass du, jetzt darf ich natürlich die Rabattcodes nicht herzeigen, ja, er hat da Rabattcodes von unterschiedlichen Outdoor-Schulen drinnen, wie zum Beispiel von den Weltenwandern Wildnis, von Toni Lenzart, von Bushcraft Nord, vom Survival Camp, vom Team Survival. Reini Rossmann fehlt. Fabian. Rede mal mit anderen auch. Also ich würde auch da gern mit einem Rabattcode drinnen sein und ich bin mir sicher, viele andere Survival- und Wildnis-Schulen würden das auch tun. Ich würde dir, wenn ich du wäre, ich würde jetzt ganz einfach alle anschreiben und sagen, hörst, ich habe ein Buch, ich schicke ihnen dieses Buch, schicke ihnen allen dieses Buch und sage ihnen, schau, da kannst du auch drinnen sein, kostet nichts und komm einfach mit dazu in das Buch. Und es sind da nämlich, wie gesagt, Rabattcode-Gutscheine für unterschiedlichste Bushcraft- und Survival-Kurse drinnen. Das würde ich mir persönlich noch wünschen. Danke für das Buch, lieber Fabian, und für dich als Zuseher und Zuseherin. Danke fürs Dabeisein. Ich gebe da unten den Link, wenn du Beginner bist, sei dabei. Und natürlich muss ich auch billige Eigenwerbung für meine Produkte machen, sonst das ist eh ganz klar. Findest du alle Links ganz unten. Hast du dieses Buch von Fabian vielleicht schon gelesen, hast du es schon angeschaut, dann mag ich dir um einen Kommentar bitten. Insgesamt schreib mir ganz einfach was, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten ganz wieder magst. Ein Abo und die Glocke drücken, nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.